herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir den kleinen Drachen Smaug in dein Bullet Journal bannen. Smaug kommt von den Hobbits, ja, und natürlich sieht er eigentlich ganz anders aus, aber ja, das ist eben mein kleiner Smaug und den möchte ich jetzt mit dir ins Bullet Journal packen. Ja, und dafür brauchst du erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribble That Matter, was du nimmst. Ja, das bleibt dir überlassen, ne? Oder auch eben einfach ein Stück Papier. Dann Bleistifte. Ein Radiergummi, ist immer ganz wichtig. Und Buntstifte. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Ja, mein kleiner Smaug kommt jetzt hier auf die linke Seite. Ich möchte ihn erst einmal malen, dass du siehst ganz genau, wie das geht. Und ich dachte, das passiert hier besser, ne? Also das kannst du da besser sehen. Ja, ich fange einfach mit ein paar Kreisen an. Also erst einmal lege ich sozusagen die Proportionen fest. Da ich das mit Bleistift mache, ist das hier überhaupt kein Problem. Dann kann ich das später alles wegradieren, was ich nicht mehr brauche. Ich könnte das auch noch ein bisschen, ja, sagen wir, flapsiger machen, ne? Einfach die Kreise übereinander malen und dann meine Linien reinsetzen. Aber ich fange schon mal an, das so leicht zu proportionieren, ne? Also, wie soll es aussehen? Welche, ja, Linien kommen als nächstes? Kannst du hier ganz genau nachvollziehen. Also, ich habe erst den Kopf gemalt, einen kleineren Kreis, dann einen größeren Kreis für den Körper. Jetzt kommt die Linie hier runter, die jetzt den Schwanz darstellen soll und den Rücken. Und ja, jetzt kommen auch schon bald die Details. Also, den kleinen Smaug zu malen ist gar nicht schwer. Ich markiere mir jetzt hier einmal die Mittellinie und die Linie, die ich gleich brauche, um das Gesicht zu malen. Und ja, dann geht es auch schon weiter mit den Beinen erstmal. Also dafür brauche ich jetzt hier noch eine Mittellinie für den unteren Kreis. Zunächst einmal füge ich noch ein paar weitere Details hinzu, wie die Nase hier. Also ich male einfach den Kreis, den ich schon habe, weiter. Ich nehme ihn als Grundlage und ziehe dann die, ja, die Schnauze raus. Ja, und dann kommen hier auch schon die Zacken auf dem Rücken des kleinen Smaug und das mache ich jetzt bis unten hin. Ja, und dann sieht er schon fast aus wie ein Drache. Wenn du magst, kannst du dir jetzt bei Armen und Beinen auch nochmal mit Ovalen behelfen. Ja? Also du musst nicht sofort die Arme und Beine richtig malen, sondern kannst einfach kleine Ovale malen und daraus dann eben die Arme und Beine bauen. Aber du siehst, auch ich kann das so. Also du kannst wahrscheinlich einfach das so nachmalen, wie ich das hier tue. Aber wenn dir das schwerfällt, wie gesagt, kein Problem. Einfach ein paar Ovale malen, dann klappt das auch. So, jetzt haben wir den schwierigsten Teil auch schon hinter uns. Jetzt kommt das Gesicht. Da orientiere ich mich hier an den Mittellinien, die ich gemalt habe. Ja, mache erst einmal ein Auge, dann ein anderes Auge, dann die Nase. Ja, und dann gucke ich, ob das proportional so passt. Und wenn dem so ist, ja, dann geht es weiter. Aber ansonsten können wir hier ganz leicht radieren. Dafür haben wir ja alles vorgezeichnet. Ja, jetzt ist Smaug zum Leben erwacht und ich nehme meinen Micron Fineliner und male alles nach, weil auf diese Weise kann ich jetzt gleich die überschüssigen Linien ausradieren, bevor ich anfange, den Drachen zu kolorieren. Das ist wichtig, weil die hinterher kann ich die nicht mehr loswerden. Aus dem Grund, ja, ist jetzt Anmach, also jetzt wird alles nachgezeichnet und dann halt eben wegradiert. Ich
habe mir jetzt hier zwei Grüntöne ausgesucht, einen dunkleren und einen helleren. Der dunklere ist für die Zacken auf dem Rücken und der Rest natürlich für den Körper. Und ich möchte auch so ein bisschen ja noch schattieren und deswegen ist das ganz gut, einen kleinen Kontrast im Ganzen zu haben. Und ja, du kannst jetzt einfach mal zuschauen, wie ich das hier mache. Natürlich gibt es da kein richtig oder falsch. Du kannst dich da frei probieren und aussuchen, wie du das eben machen möchtest. Der Drache bekommt jetzt erstmal eine relativ gleichmäßige grüne Schicht. Ja? Also ja, bevor wir schattieren, brauchen wir natürlich erstmal etwas zum Schattieren. Deswegen wird jetzt hier erstmal alles relativ gleichmäßig grün eingefärbt. Und dann verstärke ich einfach meinen Buntstift an verschiedenen Stellen und dadurch erreiche ich, dass es heller und dunkler wirkt. Ja, jetzt werde ich hier noch so ein bisschen smatschen, also alles ein bisschen verschmieren. Dafür nehme ich jetzt mein Radiergummi. Das heißt, auch jetzt passiert wieder Folgendes. Ich nehme ein bisschen Farbe weg und lasse andere da. Das heißt, ich kriege eine gleichmäßigere Schicht. Aber ich sorge auch dafür, dass es weitaus hellere und dunklere Stellen gibt. Das Schöne ist, ich kann das hinterher immer noch korrigieren. Also wenn mir das nicht gefällt oder nicht richtig funktioniert, kann ich auch später immer noch den Buntstift wieder nehmen und das Ganze ein bisschen nachmalen. Du kannst auch einfach ein Zewa nehmen, ja, oder ein Taschentuch und damit so ein bisschen drüber gehen, hat den gleichen Effekt. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Tutorials angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du malst jetzt auch einen kleinen Smog für deinen Bullet Journal. Und wenn es dir denn gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und vielleicht den Kanal abonnierst. Und dann freue ich mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!